Herzlich willkommen zum Webinar, das der Wirtschaftsbeirat Bayern heute zusammen mit Giesecke und Devrient und der Sozietät Gibson Dunn veranstaltet. Ich freue mich sehr, dass beide Firmen heute ihre Repräsentanten zusammengebracht haben. Zum einen darf ich ganz, ganz herzlich begrüßen Sie, lieber Herr Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke und Devrient. Und ebenso herzlich begrüße ich dich, lieber Michael Walter, Partner von Gibson Dunn. Wir, meine Damen und Herren, wollen heute sprechen über das Thema, wie kommen wir gut durch die Krise, Corona-Krisenmanagement. Wir wollen uns heute unterhalten über die Lehren, die man aus der Krise ziehen kann. Und vor allen Dingen wollen wir auch einen Blick in die Zukunft werfen und uns überlegen, wie wir auf die Herausforderungen am besten reagieren können, die jetzt vor uns liegen. Wir haben uns fest vorgenommen, nur eine Stunde hier unseren Talk zu führen. Daher erlauben Sie mir beide auch gleich zum Punkt zu kommen. Nochmals schön, dass es heute geklappt hat. Zwei Mitglieder des Wirtschaftsbeirates, zwei exponente Repräsentanten tauschen sich heute mit mir aus. Ich freue mich sehr. Und lieber Herr Wintergerst, vielleicht gleich die erste Frage an Sie. Wie ist es denn gelaufen bei Ihnen, von heute auf morgen in den Krisenmodus zu gehen? Wie sind Sie denn umgegangen im Unternehmen? Sie sind weltweit ja gut aufgestellt. Wie sind Sie mit Ihren Mitarbeitern umgegangen? Wie haben Sie informiert, kommuniziert? Was war kundenseitig angedacht? Ich denke, von heute auf morgen in den Krisenmodus zu gehen, eine Riesenherausforderung bei so einem Unternehmen, wie Sie es leiten. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Niebler, lieber Herr Walter. Die Antwort muss ich jetzt mal für mich ein bisschen strukturieren. Ich gehe vielleicht mal ein paar Monate rückwärts in den Januar 2020. Im Januar 2020 standen wir alle unter dem Eindruck eines sehr erfolgreichen Jahres 2019 für Giesecke und Devrient. Es lief wirklich gut für unser Unternehmen. In allen Geschäftsbereichen haben wir Erfolge gehabt. Wir sind in allen Ländern der Welt vorwärts gekommen. Und es war wirklich auch eine gute Stimmung. Auch der Monat Januar lief schon vom Geschäftsansatz her gut an. Und dann haben wir gesehen, dass in China was ausbricht. Und wir wussten deswegen von Anfang an Bescheid, weil wir eine Firma haben, eine Fabrik haben, in der Nähe von Wuhan, zwei Autostunden außerhalb von Wuhan. Und Wuhan ist ja dann Ende Januar, Anfang Februar runtergefahren worden. Die chinesische Regierung hat diesen Shutdown gemacht und wir waren mittendrin. Und wir haben natürlich mit unseren Kollegen sehr viel Kommunikation gehabt, weil sich das ja erst so langsam angebahnt hat. Wir haben also von vornherein gesehen, was kann passieren. Vor allem haben wir gesehen, wie schnell kann es kommen. Und es war natürlich für uns ein Punkt, wo wir uns etwas erschrocken haben. Und Sie haben mir gefragt, waren wir vorbereitet? Na, ich glaube, man kann vielleicht sagen, wir hatten viele Notfallpläne in den Schubladen. Das hat uns auch an der einen oder anderen Stelle geholfen. Aber eine Krise diesen Ausmaßes, die jetzt einmal rund um den Globus geht, das kann keiner mit einer Blaupause vorhersehen. Es war also unmöglich, alles zu sehen, was da nun kommt. Und es ist ja auch schwierig, nach vorne rauszusehen, was jetzt eigentlich noch kommen könnte. Also deswegen war der erste Punkt natürlich, eng mit den Kollegen in Verbindung zu bleiben. Wir haben ein hervorragendes Team in China, die das auch sehr gut gemacht haben. Aber deswegen haben wir frühzeitig im Februar begonnen, hier ein Krisenteam aufzusetzen, das wir zentral steuern für die gesamte Firma. Wir haben 80 Gesellschaften rund um den Globus. Es war natürlich wichtig zu gucken, was passiert jetzt, wo kommt es als nächstes an. Von China kam es ja dann nach Europa, erst nach Italien, Spanien, Deutschland, dann ganz Europa, England. Und durch das schnelle Aufsetzen des Krisenteams und durch die Lernerfahrung in China hatten wir vielleicht einen kleinen Vorsprung vor denjenigen, die vielleicht mehr national ihr Geschäft betreiben. Und das hat uns dann durchaus geholfen, schnell zu reagieren, die Maßnahmen schon einmal vorzuplanen. Aber wir hatten trotzdem immer das Gefühl, wir laufen hinterher. Also es war auch immer so ein Wettlauf mit der Zeit. Und so ging das gute Gefühl vom Januar in eine doch sehr starke Krisenorientierung ab Februar, März über. Und dann beginnen natürlich erstmal alle Maßnahmen, die wir getroffen haben. Und das, also da müssen wir noch mal ein bisschen gucken, wie wir das jetzt heute noch im Gespräch strukturieren. Denn da gibt es eine Vielzahl von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber das Aufsetzen des Krisenteams und natürlich die Setzung von Prioritäten. Für uns war von Anfang an wichtig, die Mitarbeiter müssen wir ins Zentrum stellen. Gesundheitsschutz unserer Kolleginnen und Kollegen und der Familien war immens wichtig. Aber es gibt auch keine Alternative dazu, parallel zu versuchen, unseren Kunden zu helfen, ihr Geschäft auch zu betreiben. Denn wir haben viele behördliche Kunden. Wir stellen sehr sensible Produkte her. Bargeld, elektronischer Zahlverkehr, digitales Bezahlen, Identitäten,
beste Ausweissysteme. Also ob wir eine Krise haben oder nicht, unsere Kunden brauchen die Produkte trotzdem. Also haben wir versucht, zum einen unsere Mitarbeiter zu schützen und zum zweiten zu gucken, wie halten wir eigentlich unseren Geschäftsbetrieb auf. Mhm. Und diese Priorität auf die Mitarbeiter und gleichzeitig das zu machen, war natürlich eine extreme Herausforderung, beides gleichzeitig zu machen. Wenn ich da nachfragen darf, mit Blick auf Ihre Mitarbeiter, haben Sie alle ins Homeoffice geschickt? Haben Sie Hygienekonzepte entwickelt, Abstandsregeln schnell eingeführt? Oder wie ganz konkret, wie sind Sie mit Ihrer Belegschaft umgegangen? Welche Rolle hat der Betriebsrat gespielt? Da wird es ja viel an Abstimmungsbedarf gerade in der ersten Zeit gegeben haben, plus eben der Überlegung, wie halten wir den Kontakt zu den Kunden, unser operatives Geschäft am Laufen. Ja. Vielleicht, dass Sie es noch mal ein bisschen aufzeigen für uns. Ich nehme auch vielleicht mal den Standort München hier. Hier ist ja unser Hauptsitz. Ja. Wir haben hier 2200 Mitarbeiter in München. Und wenn ich noch mal kurz nach China zurückgehe, wo wir auch sehr viele Mitarbeiter haben, die Lernerfahrung in China hat uns da geholfen, sehr schnell zu reagieren. Wenn eine Fabrik mit 1000 Leuten runtergefahren wird, haben wir natürlich unsere Mitarbeiter hier sofort informiert. Wir haben auch unsere Gremien informiert. Wir haben auch den Betriebsräten Bescheid gesagt, da kommt etwas, das ist schwierig für G&D. Und die Fabrik war ja 2 Monate still, die hat stillgestanden. Ja, also haben wir sofort begonnen zu kommunizieren. Ich halte es auch für ganz wichtig, viel enger taktiger zu informieren in einer solchen Krise als grobmaschiger, weil die Orientierung fehlt ja. Ist alles noch gewiss? Und man kann das nur über kurze Kommunikationszyklen lösen. Also haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, immer frühzeitig, vollständig, so gut zu informieren, wie es zu dem Zeitpunkt möglich war. Also das war mal so der Punkt, der dann von China rübergekommen ist. Wie war das dann mit dem Homeoffice hier und mit dem Shutdown sozusagen in Deutschland, in München? Ich erinnere mich noch ziemlich genau dran, am 19.03. haben wir einen Test-Homeoffice-Tag gemacht. Wir wollten gucken, ob unsere IT-Systeme halten. Am 20.03. war ja dann alle ins Homeoffice. 90% der Mitarbeiter hier sind dann ins Homeoffice. 90%. Die IT-Systeme haben gehalten von einem auf den anderen Tag. Und ich muss sagen, ich bin mächtig stolz gewesen, wie bereitwillig alle waren, wie verständnisvoll alle waren. Alle Gremien, die mitgemacht haben, die Betriebsräte, es war eine ganz enge Zusammenarbeit. Es gab eigentlich gar keine Diskussion, ob wir etwas tun müssen, sondern nur, wie schnell und wie gut kriegen wir das jetzt hin und was müssen wir tun, damit das auch funktioniert. Und dass es funktioniert, lag halt auch daran, dass wir ein zentrales Krisenteam hatten, die ganz eng kooperiert haben mit den dezentralen Teams. Weil eine Organisation mit 80 Gesellschaften, mit vielen Abteilungen, mit verschiedenen Geschäftsmodellen, kann man nicht von einem Punkt aus regeln. Das funktioniert einfach nicht. Also diese Verbindungspunkte, die man bauen muss im Krisenteam, waren extrem wichtig. Kommunikation war natürlich wichtig und dann begann natürlich das Homeoffice. Und dann sind alle zu Hause gewesen, alle mit hohem Verständnis. Nach so einiger Zeit begann dann, und ich war ja auch selber im Homeoffice, und habe dann auch gesehen, eine neue Erfahrung für Sie wahrscheinlich. Absolut, okay. Absolut. Und ich habe natürlich gemerkt, dass der Weg vom Arbeitsraum hin zum Wohnzimmer nicht die Entspannung bringt wie die Autofahrt, die man am Abend des Arbeitstages hatte, nach Hause. Und ich muss sagen, dass mein Respekt für diejenigen, die mobil arbeiten, dramatisch gestiegen ist. So früher war immer so der laufende Witz, die Leute sitzen im Homeoffice. Heute hat jeder maximalen Respekt, was man im Homeoffice macht, auch wenn man vielleicht nicht dafür ausgestattet ist. Keiner war ja wirklich darauf vorbereitet. Also mussten wir das viel unterstützen. Wir haben dann beispielsweise einen Homeoffice-Knigge erstellt, dass die Leute sich selber Regeln setzen, um im Homeoffice gut zu arbeiten, nicht zu viel arbeiten, auch mal eine Pause machen, weil man merkt schon, dass es immer weitergeht, immer durchgeht und man gar nicht mehr aufhört. Also ganz spannend, was Sie alle sagen von den Erfahrungen, im Homeoffice über die Strukturierung, die Sie einführten, Krisenteam, das gleich gebildet wurde, über die Kommunikation, die geführt wurde, die Einbindung aller. Ich darf mal rübergehen und Michael Walter fragen, Gibson dann ja auch international aufgestellt, aber auch mit starker Präsenz hier bei uns in München. Michael, wie habt ihr denn die Situation gemeistert? Wie seid ihr denn den Shutdown, den Lockdown von heute auf morgen angegangen? Ja, ich meine, selbst bei einer internationalen Anwaltskanzlei reden wir natürlich von ganz anderen Mitarbeiterzahlen als bei Giesecke. Aber die etwa 80 Mitarbeiter am Standort München unserer Kanzlei haben, denke ich, so ziemlich die ähnlichen Erfahrungen gemacht, wie sie Herr Wintergerst gerade beschrieben hat. Als Anwalt sind Sie es ja eigentlich gewöhnt, von unterwegs aus zu arbeiten, vom Mandanten aus zu arbeiten, auch mal von zu Hause aus zu arbeiten und die Ressourcen der Kanzlei durch Remote-Zugriff zu nutzen.
Ich würde fast sagen, geben Sie einem Anwalt ein Telefon und einen Laptop in die Hand, dann kann er von überall aus arbeiten. Aber das ist natürlich nur eine Kehrseite der Medaille, weil wir sind als Anwälte ja auch keine Einzelkämpfer, sondern sind abhängig von unseren Mitarbeitern im Team, von der Kommunikation mit dem Team und zwar auch gerade mit dem nichtanwaltlichen Personal. Wir haben also von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass wir nicht nur die Anwälte, sondern auch unsere Sekretariate per VPN den Zugriff auf die Kanzleiressourcen ermöglichen. Und wir haben von Anfang an sehr viel mit Videokonferenzen gearbeitet, auch unter Einschluss der gesamten Belegschaft. Ich halte das auch für sehr wichtig, auch im Hinblick auf das, was Herr Wintergerst gesagt hat. Man muss zum einen einmal natürlich ein Gefühl dafür bekommen. Das bekommt man nur, wenn man mit vielen Leuten redet. Welche Sorgen treibt die Mitarbeiter um? Wie fühlen sie sich in einer solchen Situation? Wie gehen sie damit um? Und ich muss natürlich auch informieren, um den Mitarbeitern auch etwas Sicherheit zu geben in einer solchen Situation. Ansonsten von der anwaltlichen Arbeit her haben wir zusätzlich zum Homeoffice einfach dafür gesorgt, dass eine Notbesetzung aus Anwälten und Sekretariaten in der Kanzlei verfügbar war, um eben unseren normalen Service anbieten zu können. Und es gab natürlich auch, wenn auch einen etwas überschaubaren Kreis von Anwälten, die haben ohnehin lieber vom Büro aus gearbeitet als vom Homeoffice. Und da haben wir jetzt allerdings auf dem Weg so zurück in die Normalität, back to office, schon dafür gesorgt, dass wir jetzt für Anwälte und Sekretariate klare Bürotage einführen. Das hat bei manchen schon zu etwas langen Gesichtern geführt, weil jetzt kann man natürlich nicht mehr so häufig ins Büro kommen, wie man das eigentlich gerne wollte. Aber für uns ist es eben wichtig, dass für den Fall, dass sich doch irgendjemand irgendwo infiziert, dass wir nicht sofort ganze Teams wegsperren müssen. Aber ich denke, das geht schon fast über die Frage, die du mir gestellt hast, hinaus. Gibt mir allerdings die Gelegenheit, gleich zu unserem nächsten Themenkomplex überzuleiten, nämlich Ende des Lockdown und Weg zurück an den Arbeitsplatz. Herr Wintergerst, wie sieht denn Ihr Ansatz für eine Rückkehr an den Arbeitsplatz aus? Da müssen Sie ja auch wieder Gedanken machen, Hygienekonzepte, ich sage nur das Stichwort Zugangsschleuse, nicht Gemeinschaftsflächen, Großraumbüros, bis hin zu so kleinen, aber wichtigen Themen wie Kantine und Cafeteria. Was ist da Ihr Ansatz? Ja. Also erstmal darf ich auch hier wieder aus Erfahrungen schöpfen, die wieder von anderen Kontinenten kommen. Denn in China haben wir ja bereits wieder ein Hochfahren erlebt. Also die Fabrik ist nach 2 Monaten wieder hochgefahren. Alle unsere Mitarbeiter sind wieder in der Fabrik. Alles läuft wieder. Also wir waren sehr erstaunt, wie schnell das dann auch gehen kann. Nachdem es schnell runterging, ging es dann auch wieder sehr schnell hoch. Und wir partizipieren natürlich auch von den Erfahrungen, die wir dort in China gemacht haben. Und das sehen wir jetzt natürlich auch hier. Aber was wir grundsätzlich planen, ich nehme noch mal diesen Standort hier als Beispiel, wir haben ein 3-Phasen-Konzept für uns konstruiert. Die erste Phase ist, und das ist ja jetzt bereits so ein bisschen im Gange, nachdem die ersten Lockerungen wieder kommen, lassen wir wieder mehr Mitarbeiter hier in unserem Hauptgebäude an der Prinzregentenstraße zu. Wir haben uns eine Hürde gesetzt. Wir wollen nicht mehr als 30% der Mitarbeiter, die sonst hier arbeiten, hier haben. Damit wir die Abstandsregelungen, damit wir die Hygieneregelung alle einhalten können. Wenn wir hier durchs Gebäude laufen würden, sehen Sie ganz irre Regelungen. Wir haben zum Beispiel in den Gängen, die etwas enger sind, Einbahnstraßenregelungen gemacht. Man darf nur in eine Richtung laufen, damit man nicht aneinander vorbeilaufen muss. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn man hier durchs Gebäude geht, weil natürlich ganz viel ganz leer ist. Aber nochmal, die erste Priorität ist, unsere Mitarbeiter zu schützen, auf die Gesundheit der Mitarbeiter zu achten, die Hygieneregelung massiv hochzusetzen und gleichzeitig noch so viele Leute wie möglich im Homeoffice zu halten. Ein Punkt muss ich noch zum Homeoffice sagen. Wir haben vielleicht früh genug begonnen, auch auf die Informationssicherheit zu achten. Denn wir stellen ja sensible Produkte her. Und wir müssen also schauen, dass unsere Leute von außen in die G&D-Umgebung in der IT kommen. Und wir haben schon vor über 10 Jahren einen PC-Standard eingeführt, mit dem auch fast alle Mitarbeiter hier ausgestattet sind, unseren Global PC One. Also es gibt einen PC weltweit, der einen Standard hat, mit einer sogenannten Zwei-Faktor-Authentisierung. Man muss eine Karte nehmen, um sich zu authentisieren. Also quasi eine Art digitale Zugangskontrolle für den Computer, die auch ermöglicht, dass man sicher von außen auf das G&D-Netzwerk kommt, dass keiner mitschaut. Ist aber nicht nur für G&D wichtig, ich glaube, das ist für alle Firmen wichtig, vielleicht auch für Sie als Anwaltskanzlei, weil Sie möchten auch nicht, dass jemand mitliest, was Sie gerade da so mit Ihren Klienten ausbaldowern. Das wäre, glaube ich, schlecht. Und diese Informationssicherheit ist natürlich ein Punkt, wo wir sagen, wir fühlen uns wohl, wenn das noch länger dauert. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wo auch
vielleicht in Deutschland noch eine ganze Menge Nachholbedarf ist, diese Strukturen auch sicher zu gestalten. Und um das Thema weiter zu unterstützen, dass unsere Mitarbeiter länger mobil arbeiten können, bereiten wir unseren sogenannten digitalen Sixpack vor. Das ist jetzt ein bisschen ein geflügeltes Wort geworden, weil unsere IT gerade an 6 verschiedenen Themen arbeitet, um die digitale Kollaboration zu verbessern. Also da geht es um diese Plattformen, mit denen man besser digital kollaboriert, dass man quasi von 7, 8, 10, wie viele Standorten auch immer, gemeinsam in einem Workshop sitzt. Das geht nicht mit Standardprogrammen, da braucht man spezielle Programme. Dass man beispielsweise von jedem Laptop aus auch auf die G&D-Umgebung zugreifen kann. Es braucht spezielle Sicherheitsschichten, weil sonst ist das natürlich nicht gut. Ja, daran arbeiten wir, dass also die Mitarbeiter von überall mit G&D korrespondieren können. Dass wir mehr Streaming-Dienste intern haben, dass die Leute sich auch sehen können, wenn sie digital arbeiten können und nicht nur, wie bei den Standardprogrammen, dann einfach telefonieren können und vielleicht auf eine PowerPoint-Folie schauen können. Die sollen sie auch irgendwann mal sehen. Man will sich ja auch irgendwo mal sehen. Ja. Und das ist Teil des Rückführungskonzeptes, erstmal niedrig zu halten. Was ich Ihnen heute gar nicht sagen kann, ist, und eigentlich wollen wir es auch gar nicht, dass wir wieder ganz normal zum Alten zurückkehren. Das ist gar nicht so die Zielsetzung. Wie ist denn die Akzeptanz der Mitarbeiter, sowohl was das Homeoffice, wie aber auch das Thema Back to Office anbelangt? Und wovon hängt es Ihrer Einschätzung nach ab? Ja. Also ich glaube, die Akzeptanz und das Verständnis von allen am Anfang, als wir gesagt haben, jetzt müssen alle raus, 90% von einem auf den anderen Tag, war extrem hoch. Es gab auch keine Diskussion, weil es auch sein musste. Jeder hat auch gesehen, da ist irgendwas, was wir nicht beherrschen und lass uns jetzt alle mitmachen. Jetzt kommt aber schon der Punkt, dass natürlich viele in ihren Lebensumständen gar nicht darauf eingestellt sind. Also wenn es eine kleine Familie gibt mit 2 Kindern und die auch keine große Wohnung haben, dann ist das natürlich etwas umständlich, dann dauerhaft diesen Zustand zu erhalten. Also müssen wir bei den Rückführungskonzepten schon schauen, dass wir einen guten Mix schaffen zwischen dem, wie oft kann man ins Büro und wie oft arbeitet man mobil. Und diese Konzepte arbeitet man natürlich auch aus und versuchen auch die Kollegen, die wirklich Probleme da haben, so weit wie es geht, zu unterstützen. Ist natürlich sehr schwierig, weil man nicht alle Einzelfallthemen lösen kann. Das ist natürlich schwierig. Also von daher gibt es ein gemischtes Bild, Herr Walter, bei dem Thema. Einige mögen es dauerhaft. Ich glaube, die wollen gar nicht mehr zurück. Andere überlegen, wie baue ich jetzt meinen Lebensumstand, dass ich das mehr tun kann. Und andere wollen vielleicht wirklich sofort wieder gerne ins Büro zurück. Gibt es irgendwelche Vorbehalte, zum Beispiel Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel? Wie würden Sie darauf reagieren? Ja, die merken wir schon. Also dadurch, dass natürlich jetzt nicht mehr so viel Verkehr zum Büro ist, merken wir aber schon, wir bezuschussen eigentlich den öffentlichen Nahverkehr, dass die Leute doch lieber dann gerne mit dem Auto kommen. Ja, und dass diese Mittel dann doch mehr genutzt werden, weil man traut sich jetzt noch nicht so ganz wieder in die öffentlichen Verkehrsmittel rein. Ich glaube, das ist auch eine generelle Beobachtung in dieser Krise, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, auch die Züge, weniger genutzt werden. Und da leidet ja auch die Deutsche Bahn beispielsweise drunter. Das wird sich erst wieder über die Zeit einstellen, vermute ich. Aber das werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Gibt es Überlegungen, zum Beispiel spezielles Kinderbetreuungskonzept oder so etwas einzuführen? Ja, wir haben ohnehin ja schon immer viel für unsere Mitarbeiter gemacht. Das Problem ist natürlich auch, dass viele Kindertagesstätten momentan auch drunter sind. Wir können natürlich in der Firma jetzt nicht noch den Kinderbetreuungsbetrieb machen. Das ist ein bisschen schwierig, das alles zu machen. Wir versuchen aber, so gut wie es geht, auch auf die Lebensumstände der Mitarbeiter einzugehen. Also ich habe letzte Woche, viele Telefon- und Videokonferenzen gehabt, wo man dann auch Kinderstimmen hört, weil dann das kleine Kind vielleicht auf dem Schoß von Vater oder Mutter sitzt. Und ganz ehrlich, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde gerade, dass die Eltern, die kleine Kinder haben, besonders vorbildlich im Umgang mit der Situation sind. Da ist keiner dabei, der auch versucht, sich selber zu optimieren. Das ist also ganz hervorragend, wie die Leute das machen. Aber dauerhaft muss sich das natürlich wieder regeln. Dauerhaft müssen auch wieder Kindertagesstätten öffnen, damit man überhaupt wieder in eine Art von Normalzustand kommen könnte. Jetzt haben wir, glaube ich, sehr viel von Dienstleistern gesprochen, von Büroarbeit gesprochen. Giesig und Devrient ist ja aber nicht nur im Dienstleistungssektor, sondern auch produzierend tätig. Ja. Wie gehen Sie denn im Produktionsbereich mit auch dem Thema Rückkehr an die Arbeit um? Gibt es da große Unterschiede? Wahrscheinlich, nehme ich an, nicht? Also ich sage mal, Gott sei Dank haben unsere Mitarbeiter bis auf diese 2 Monate in China
Und bis auf 2 Wochen in Malaysia, wo wir auch eine Produktionsstätte haben, das waren die einzigen Ausfälle, die wir hatten in der Produktion. Fast alle unsere Mitarbeiter in Produktionsstätten haben durchgearbeitet in der Corona-Krise. Und das ging nur, weil wir extrem strikte Maßnahmen eingeführt haben, dass sich die Kollegen nicht anstecken können. Wir haben das beispielsweise in einigen Fabriken so organisiert, dass sich die Schichten nicht treffen, dass eine Schicht arbeitet und davon separat, die Leute treffen sich nicht, eine andere Schicht aufgebaut, die dann die nächste Schicht macht. Wir haben die Arbeitsorganisation anders gestaltet. Ich kann Ihnen ein ganz komisches Beispiel aus Malaysia geben. Es war gerade Ramadan und die Leute wollten trotzdem arbeiten. Ja, und die haben natürlich auch gearbeitet. In Malaysia sind die Schichten relativ lang, die sind teilweise 10 Stunden. Und du kannst natürlich dann jemanden, der den ganzen Tag nicht gegessen oder getrunken hat, nicht eine Stunde auf sein Essen warten lassen. Also haben wir im Innenhof unserer Fabrik ein Zelt aufgebaut und haben das so organisiert, dass in gebührendem Abstand voneinander die Leute sich etwas zu essen holen konnten. Also man kommt auf ganz praktische Lösungen für ganz praktische Probleme. Hier kommt wieder der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Diese zentralen Vorgaben, aber die dezentrale Umsetzung mit Anpassung auf die lokalen Umstände war extrem wichtig. Weil das kann man nicht von einem Punkt aus regeln. Man muss das auch dezentral lassen. Man muss den Kollegen auch die Freiheit geben, dann die Lösung zu finden, die für die Umstände dann wirklich sprechen, die da eben halt gerade vor Ort sind. Sie haben ja zum Anfang schon gesagt, dass es im Prinzip keine Blaupausen gab. Ja. Wahrscheinlich auch keine Blaupausen für die Rückkehr an den Arbeitsplatz. Aber gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht auch aufgrund Ihrer Erfahrungen weltweit bereits so eine Art Goldstandard, irgendwelche Best Practices, die man installieren sollte? Also wir reden auch mit anderen Unternehmen. Also wir tauschen uns aus, machen sozusagen Best Practice Sharing mit Unternehmen hier aus der Umgebung, in München beispielsweise. Wir tauschen uns auch zu unseren Hygienekonzepten aus. Das ist sehr wertvoll, weil jeder hat auch immer ganz gute Ideen. Ja, das Einbahnstraßenkonzept kam beispielsweise von anderen Unternehmen. Das haben wir da gehört und haben gesagt, Mensch, das ist gut, weil wir haben diese Gänge, die nicht wirklich so breit sind, also Einbahnstraße. Aber grundsätzlich versuchen wir gerade unsere eigene Formel zu definieren. Und ich glaube, das muss jedes Unternehmen auch für sich finden. Wenn wir über ein Rückführungskonzept sprechen, dann reden wir eigentlich davon, dass wir den Mix, die Zusammensetzung von Arbeit hier beispielsweise am Standort Prinzregentenstraße in Kombination mit mobiler Arbeit verändern wollen. Wir wollen deutlich mehr mobile Arbeit zulassen. Wir wollen deutlich mehr Flächen aufbauen für die sogenannten Shared Desk Konzepte, dass man sich nur noch tageweise einbucht. Und ich glaube, dass das wichtig ist aus mehreren Gründen. Zum einen, es fördert massiv die digitale Kollaboration. Und da wir 80 Standorte haben, ist das dringlich notwendig, das zu fördern. Der zweite Punkt ist, es reduziert zum Teil auch unsere Büroflächen. Wir haben ja nicht nur diesen Standort, sondern auch viele Anmietungen. Wir können teilweise auch reduzieren. Und diese Kosten, die wir sparen, können wir investieren in die IT-Infrastruktur, die wir brauchen für die digitale Kollaboration. Und es gibt einen ganz schönen, ich sag mal, Seiteneffekt. Wenn wir weniger reisen, wenn wir mehr digital kollaborieren, das heißt nicht, dass wir nur digital kollaborieren, wir wollen uns auch physisch noch sehen. Aber wenn ich meine Formate beispielsweise, die ich selber betreibe, also wenn wir unser Leadership Summit haben, wo wir alle unsere Führungskräfte zusammenholen, einmal im Jahr physisch mache und einmal im Jahr digital mache, dann fallen Reisekosten weg, Transportkosten weg, die digitalen Veranstaltungen sind günstiger. Und dadurch, dass Reisekosten wegfallen, ich weiß, dass das vielleicht der Lufthansa nicht gefällt, zahlen wir aber auch gleichzeitig ein auf unseren sogenannten Carbon Footprint. Also wir schützen auch einen Teil dessen, was uns ja auch wichtig sein sollte, das geht gerade in der Corona-Krise etwas verloren, nämlich die Nachhaltigkeit, wie wir unser Geschäft betreiben. Und es ist eine ganz starke Zielsetzung, diese Punkte alle parallel zu fördern. Und wenn man die richtige Formel findet, dann kriegt man das A als Unternehmen hin, man fördert die Digitalisierung, die in Deutschland ja ohnehin dringlich notwendig ist. Man kann Kosten sparen, die man vorher einfach als gegeben hingenommen hat und gleichzeitig die Flexibilität des Unternehmens fördern, was ja für solche Krisensituationen extrem wichtig ist. Wenn ich mir eine zweite Welle vorstelle, dann möchte ich viel schneller in der Lage sein, alle wegzuschicken und es muss trotzdem funktionieren. Und dann sind wir auch besser vorbereitet. Angelika, da haben wir ein Stichwort gehört, das ich mal gleich bei dir nachfragen möchte. Wie habt ihr das eigentlich im Europaparlament so geregelt? Wie seid ihr da aufgestellt? Reisen da noch die Parlamentarier aller 27 Mitgliedstaaten nach Straßburg oder nach Brüssel? Also in der Tat, für uns hat es genauso getroffen, auch im Europäischen Parlament. Wir haben von heute auf morgen, wirklich Anfang März,
Also die zweite Märzwoche war klar, dass es die ersten Beschränkungen gibt. Wir haben den Betrieb komplett nach unten gefahren. Es gab, wie bei Ihnen beiden auch, es gab eine Notbesetzung, also von der Parlamentsverwaltung. Gerade der IT-Bereich ist fast permanent hier auch noch tätig gewesen. Aber ansonsten haben wir sehr schnell umgeschalten auch, versucht, unsere Sitzungen, sowohl in die Ausschusssitzungen, die Plenarsitzungen, die Vorbereitung in den Fraktionsarbeitsgruppen digital zu organisieren. Und ich muss sagen, also für mich war es beeindruckend, weil ich fand, dass es erstaunlich gut auch funktionierte. Also wir sind, klar, die Infrastruktur muss stimmen, die sichere Kommunikation ein Thema. Herr Wintergerst, da müssen wir unbedingt nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, ganz wichtig. Aber ich war baff erstaunt, dass wir unsere erste Fraktionssitzung Ende März hatten und wirklich aus den 27 Mitgliedstaaten die Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet waren. Ja, also wenn Sie mir erlauben, so nach ein paar Wochen ist es dann auch nervig gewesen. Ja, also hello, can you hear me, can you see me? Ja, refresh your screen, please. Also es war dann nach ein paar Wochen geht es einem furchtbar auf den Geist, wenn ich das mal so offen sagen darf. Aber wir waren operativ einfach auch mit voll im Geschäft und wir mussten ja auch viele Rechtsordnungen mit Moratorien versehen. Ja, wir mussten Gelder auch freischaufeln. Also Parlament hat ja auch Beschlüsse zu fassen gehabt, alles was an Liquiditätshilfen jetzt auch über die europäische Ebene zur Verfügung gestellt wurde, musste ja durchs Parlament getragen werden. Wir haben remote abgestimmt, also auch das hat funktioniert erstaunlicherweise. So sehr ich mich freue, alle Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen, kann ich nur sagen, es ist wie bei Ihnen auch, der zwischenmenschliche Kontakt, das ist natürlich schon sehr wichtig. Also wenn ich mir denke, wie wir ja Kompromisse permanent auch im Europaparlament über die Fraktionen, über die nationalen Delegationen hinweg erarbeiten, da ist das Arbeiten natürlich nur im Remote-Betrieb doch sehr, sehr aufwendig und schwierig. Aber es geht, es funktioniert. Und eins darf ich noch aufgreifen, weil Sie, Wintergerst, von den Einbahnstraßen sprachen. Also auch bei uns im Europaparlament. Ich war jetzt letzte Woche und vorletzte Woche auch vor Ort. Auch eine spannende Sache. Ich bin nicht geflogen, weil es ja auch keine gescheite Flugverbindung gibt. Ich bin mit dem Auto hingefahren, habe Sharing mit der Kollegin Monika Hohlmeier gemacht. Und als wir dann kamen, strikte Vorgaben, wirklich auch Einbahnstraßen, die eingerichtet wurden. Sie dürfen nur zu zweit einen Aufzug benutzen. Es ist also im Inneren des Aufzuges ist vorgesehen, wo Sie sich hinzustellen haben, dass auch der Mindestabstand eingehalten wird. Für mich ehrlich gesagt sehr befremdlich, auch in unserem großen Plenarsaal. Wenn Sie nicht sprechen, müssen Sie eine Maske tragen und auch strikte Anweisung, dass in jedem Büro eines Abgeordneten nur maximal ein Mitarbeiter sein darf. Also alle anderen sind auch im Homeoffice-Betrieb. Also will man sagen, es war eine Riesenumstellung, ich glaube eine Riesenherausforderung, aber es ist irgendwie gegangen und wir werden auch Lehren aus dieser Zeit ziehen. Ich glaube, viele Sitzungen, zu denen wir aus ganz Europa anreisen, sind nicht zwingend notwendig. Also auch da kann man wirklich die digitalen Möglichkeiten nutzen und, glaube ich, auch viel effizienter arbeiten. Nicht komplett umstellen, aber so ein Mischsystem, glaube ich, wird sich auch da langfristig etablieren. Mhm. Und finde gut, dass wir im Parlament auch entsprechend als Vorreiter voranschreiten. Ja, und schön zu sehen, dass sich zumindest mal auf diesem Gebiet Politik und Wirtschaft gar nicht so sehr unterscheiden, nicht? Absolut, absolut. Wobei ich eine Frage einfach so noch in den Raum werfen darf. Das, was für uns natürlich sehr schwierig war, wir haben ja in Europa gesehen, dass gerade zu Beginn jeder Staat hat ja nun seine eigenen Regeln hier verabschiedet. Die Grenzen sind dicht gemacht worden, Binnenkontrollen wurden wieder eingeführt. Wir hatten ja Länder, die ganz, ganz starke Quarantäneauflagen hatten, zum Teil bis heute noch. Und für mich war es Anreisen, also Reisebeschränkungen, ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht, wenn ich Herrn Wintergerst Sie noch mal fragen darf, haben Sie komplett Ihre Reisetätigkeiten eingestellt? Also für manche Kunden wahrscheinlich wird es ja zwingend notwendig sein, dass Sie vor Ort auch sind. Oder wie gehen Sie denn mit dem Thema Reisebeschränkungen auch um? Darf ich das gerade mal an Sie weitergeben? Also für uns ist das ein Riesenthema, wie wir das jetzt auch die nächsten Wochen und Monate organisieren, bitte. Ja, ist ein ganz großes Problem für uns. Wir sind ja mit 80 Gesellschaften in der Welt vertreten, haben Kundenprojekte in fast jedem Land der Welt. Und wenn wir unsere großen Projekte anschauen, ich nenne mal zwei Beispiele, Bangladesch und Ägypten, da geht momentan keine Reise hin. Mhm. Wir haben jetzt gerade eine Arbeitsgruppe gebildet, die heißt Resume Business Travel, die dafür sorgt, Lösungen zu finden, wenn wir wieder reisen dürfen,
welche Maßnahmen wir denn dann treffen. Also zum einen muss man ja Maßnahmen hier vor Ort treffen. Also erstmal muss Reisen möglich sein. Dann muss natürlich eine Ankunft im Land möglich sein. Ist das mit Restriktionen verbunden oder auch nicht, wenn wir mal Ägypten nehmen? Das kriegt man vielleicht noch alles geregelt. Aber was ist denn dann, wenn unseren Kollegen was passiert und die krank werden? Also wir fühlen uns schon verantwortlich für unsere Leute. Also müssen wir auch gucken, welche Lösungen wir finden, wenn die Leute reisen, wie wir sie im Zweifelsfall auch wieder zurückbekommen nach Deutschland. Denn ich möchte dann schon, dass die wieder zurückkommen. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man jetzt mal guckt, wie das Ganze um die Welt herum geht, wie die einzelnen Länder reagieren auf diese ganzen Geschichten und wie dann auch die Regelungen sind. Und es gibt aber fortgeschrittene Gespräche, wie das jetzt vorangehen kann. Das Auswärtige Amt betreut das ja auch mit, dass jetzt also Schritt für Schritt auch diese Beschränkungen wieder Zug um Zug gelockert werden. Aber ich glaube, es wird noch eine Zeit dauern. Aber wir müssen natürlich auch reisen. Es geht nicht alles digital, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn man vieles auf digitale Formate gebracht hat. Wir haben beispielsweise auch digitale Produktabnahmen. Das war vorher nie denkbar. Das läuft dann wie? Ja, wir schalten uns mit unserem Kunden per Video live. Ja. Die Systeme, die dann schon vor Ort sind. Wir haben dann ein Referenzsystem hier. Wir schauen uns das an. Wir gehen durch unsere Checklisten durch. Aber es läuft halt per Videostream dann komplett durch. Und dann geht man gemeinsam die Listen durch, sodass man die Projekte noch vorwärts bringen kann. Was ich schon erlebe, ist, dass es einen extremen Goodwill auch auf der Kundenseite gibt. Denn jeder möchte ja seine Projekte vorwärts bringen. Das ist ja nicht so, dass die Leute nicht möchten und die Kunden nicht wollen. Die haben ja auch ein schweres Leben. Und jetzt ein guter Partner auch in Krisenzeiten für die Kunden zu sein, ist natürlich unheimlich wichtig auch für uns. Und so haben sich viele neue digitale Formate entwickelt, wie wir mit dem Kunden reden, uns austauschen. Wir haben ja ein ganz wichtiges Projekt für uns. Wir entwickeln an den Technologien einer digitalen Währung. Also ich meine jetzt nicht Bitcoin. Bitcoin ist was anderes. Das ist einfach nur ein Spekulationsobjekt. Aber eine richtige digitale Währung. Das Team hat momentan einen richtigen Effizienzschub, weil die Zentralbanken dieser Welt alle ganz begierig sind, diese Themen zu bearbeiten. Und wir haben Videokonferenz über Videokonferenz über Videokonferenz. Sonst hätten wir immer dahin reisen müssen. Und das ist manchmal auch für das Team beschwerlich. Und so sieht man neue Formate hochkommen. Aber dennoch, es ist auch ein großes Problem. Es gibt ja jetzt mittlerweile wieder Streit auch unter den Virologen. Kommt eine zweite Welle, kommt sie nicht? Und je nachdem, ob sie kommt, ob sie nicht kommt, kommt sie mit Lockdown, kommt sie ohne Lockdown? Sie werden sicherlich Gedanken darüber machen. Haben Sie strategische Reserven aufgebaut? Wie sieht da Ihr Plan aus? Nun, ich glaube, dass viele Firmen sich gerade über ihr Geschäftsmodell Gedanken machen. Denn die strategischen Planungen, die befassen sich ja momentan nicht nur damit, also erstmal, wie komme ich durch dieses Jahr, sondern werden eigentlich das nächste und das übernächste Jahr, ist das, was ich eigentlich geplant habe, noch haltbar? Diese Kurven, die man immer bespricht, also diese V-Kurve, es geht schnell runter und es geht auch schnell wieder hoch, die wird ja momentan ersetzt durch die sogenannte U-Kurve, also es geht runter, es bleibt unten und es geht dann hoch. Die Frage ist, wie schnell es hochgeht, in welcher Geschwindigkeit es hochgeht, geht es wieder auf das gleiche Niveau zurück. Und das machen wir natürlich für alle unsere Geschäfte einmal durch. Und was wir sehen, sind natürlich unterschiedliche Resultate. Es gibt Geschäfte, die robuster sind. Und Robustheit ist etwas, was, glaube ich, in den Einzug vieler Strategien eine neue Bedeutung hat. Die Robustheit oder Widerstandsfähigkeit determiniert ja, wie man durch so eine Krise läuft und wie schnell man sich von der Krise erholen kann. Und es gibt natürlich Geschäftsmodelle, die sehr viel anfälliger sind und solche, die sehr viel robuster sind. Und ich glaube, viele Investoren, auch wir im Unternehmen, wir haben immer geguckt auf Marktanteil, auf Wachstum, auf Innovation, auf Effizienz, auf verdienen wir da auch etwas. Und der Punkt der Widerstandsfähigkeit ist völlig in Vergessenheit geraten. Jetzt kommt er wieder hoch. Und ich glaube, den muss man betrachten. Und wir gucken natürlich, dass wir die Geschäfte momentan aufrechterhalten, die diese Widerstandsfähigkeit haben. Und wir müssen uns natürlich sorgen darum, dass wir bei den Geschäften, wo das nicht so ist, auch wieder zurückkommen und dass das lang genug dauert und, wie Sie sagten, Herr Walter, dass wir Reserven haben, denn ohne Reserven kommt keiner voran. Deswegen machen wir natürlich auch das, was viele machen. Wir halten auch ein bisschen das Geld zusammen, um zu gucken, worin investieren wir denn. Und dann hoffe ich inständig, dass es keine zweite Welle gibt.
Das finde ich jetzt spannend, Herr Wintergerst, wenn ich das aufgreifen darf, was Sie sagen. Also Widerstandsfähigkeit des Unternehmens erhöhen, Reserven, Notfallplanung angehen. Also da gibt es auch Parallelen zur Politik. Wenn ich an unsere Debatten in den letzten Wochen mich zurückerinnere, in der Tat das Thema Europa widerstandsfähiger machen, ist eines unserer Kernthemen gewesen. Die Kommissionspräsidentin hat ja gestern Vorschläge gemacht, wie wir hier durch die Krise hoffentlich auch gut in Europa durchkommen, wie wir Europa solidarischer aufstellen. Und auch bei uns ist es so gewesen, wir haben ja gesehen, dass manche Arzneimittel schwer zugänglich waren, schwer verfügbar waren jetzt während der Krise. Also das ist ein großes Thema, was wir auch in der Politik jetzt angehen. Was brauchen wir an eigener Bevorratung, vielleicht mehr eigener Produktion in Europa, um uns für die nächste Krise, die hoffentlich nicht bald, aber irgendwann mal kommen wird, einfach auch besser aufzustellen. Und das gilt natürlich nicht nur für die Arzneimittel. Im Lebensmittelsektor, glaube ich, haben wir da auch in der Politik eine große Verantwortung. Das gilt für unsere Energieversorgung und für mehr digitale Souveränität. Und ich glaube, Michael, da sind wir fast wieder auch zu Beginn unserer Diskussion. Also das Thema, was lernen wir aus der Krise, welche Herausforderungen liegen vor uns. Also ich würde gerne nochmal Sie fragen als Experten auch, Thema digital sichere Kommunikation. Was haben Sie denn da so an Empfehlungen auch für Firmen jetzt gerade bei uns in Bayern? Weil wenn wir ins Homeoffice mehr gehen, wenn wir die Kunden, Sie sprachen von der Abnahme im Rahmen Ihrer Produktion, dass die auch über digitale Kanäle läuft. Also das Ganze steht und fällt mit sicheren Systemen. Sind wir denn da, darf ich mal provokativ fragen, sind wir da in Deutschland, sind wir da in Europa gut aufgestellt oder müssen wir auch da massiv noch nachlegen? Und Ihr Unternehmen kann das wahrscheinlich am besten beurteilen, Herr Wintergerst. Geben Sie uns da mal eine ehrliche Einschätzung. Oh, die gebe ich Ihnen. Also ich glaube, dass wir viel besser sind, als wir glauben. Wir hängen zwar in Deutschland und auch in Europa in der Digitalisierung, auch in den Verwaltungsprozessen hinterher, aber die Informationssicherheit und die Technologien, die haben wir hier. Die haben wir auch in Deutschland. Die deutsche Bundesregierung setzt beispielsweise, das wissen wahrscheinlich auch gar nicht so viele, auf Technologie, auf IT-Sicherheit made in Germany. Das kommt von einer Firma, die heißt Secunet, die gehört zum G&D-Konzern. Und Bundeskanzlerin Merkel nutzt beispielsweise diese Technologie, um ihre vertraulichen Papiere von einem Ort zum anderen zu schicken, mit unserer Kryptotechnologie verschlüsselt. Deswegen haben wir natürlich, sagen wir mal, ein bisschen Einblick, wie ist die Sicherheitslage auf der einen Seite und was kann Deutschland an Technologien bereitstellen. Wenn man ein Unternehmen sicher machen will, dann kriegt man das sicher. Da gibt es ein paar ganz einfache Grundregeln, die man einhalten muss. Also dieser Global PC One, den wir haben, ist beispielsweise ein Standard. Man kann sich einen Standard für die Kommunikationstechnologien der Kollegen, also Laptops, Telefon, nutzen, die Technologie draufbringen. Man kann eine digitale Zugangskontrolle machen, die schon mal den ersten und zweiten Eintrittshürde sozusagen für denjenigen, der mitschauen möchte, bildet. Und wenn man sich dann noch darauf konzentriert, dass man die wichtigsten Daten, die Kronjuwelen, jeder hat Kronjuwelen, Anwälte haben Kronjuwelen, wir haben Kronjuwelen, die Politik hat Kronjuwelen, die muss man zuallererst schützen. Und wenn man so ein einfaches Regelset einhält, dann kriegt man sein Unternehmen schon mal sicherer. Und dann kann man immer noch Stufen draufsetzen, so wie man glaubt, dass man das machen muss. Und natürlich, und das hat auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor kurzem in einer Pressemitteilung gesagt, es gibt verstärkte Angriffe auf Privatpersonen, aber auch Unternehmen durch falsche E-Mails, falsche Meldungen. Man möchte Daten abzweigen sozusagen. Und man muss schon aufpassen, weil diese Corona-Krise, die Hacker machen davor keinen Halt. Die nutzen die aus. Also Informationssicherheit ist etwas, auf das man achten sollte. Aber in Deutschland gibt es Unternehmen, die dafür sorgen können, dass es sicher ist. Und darauf sollten wir auch setzen. Also das ist eine erfreuliche Nachricht, oder Michael? Ich war nämlich etwas unsicher, weil ja auch durch die Medien gegangen ist in den letzten 14 Tagen, dass es in ganz Europa auf die Supercomputer Hackerangriffe gegeben hat. Ich glaube, über 10 Systeme waren betroffen. Ich war letzte Woche im Leibniz Rechenzentrum. Die sind völlig entspannt und kriegen das wieder in den Griff. Aber mich hat es trotzdem beunruhigt, ehrlich gesagt. Und deshalb ist gut auch zu wissen, dass wir da in Deutschland weit besser unterwegs sind, als man gemeinhin eigentlich wahrgenommen hat.
Sie hatten vorhin das Thema digitale Währung erwähnt. Es bringt mir dazu, dass ja offenbar jetzt in der Krise die Zurückhaltung, die in Deutschland ja vorherrschte, gegenüber dem digitalen Bezahlen enorm abgenommen hat. Ja. Digitales Bezahlen setzt natürlich auch digitale Infrastruktur voraus. Was erwarten wir zum Beispiel von Behörden? Gibt es vielleicht bald mal eine digitale Verwaltung? Herr Söder spricht vom Bürokratieabbau. Was erwarten Sie denn da eigentlich von der Politik für die Zukunft an Unterstützung? Ui, da muss ich mal gucken, wo ich anfange. Ich gehe mal eine Ebene höher, bevor wir so auf Digitalisierung kommen. Die eine Ebene höher wäre, was passiert jetzt gerade in der Gesellschaft? Ich glaube, wir sehen da momentan ein Vermehren von Ängsten, Bedenken für unsere Zukunft. Und die ist momentan aus meiner Sicht sogar nachhaltiger und schwerwiegender als der Einfluss des Virus selbst. Und das dreht sich gerade so um. Und das ist natürlich ein etwas, was das Verhalten von Menschen, aber auch Unternehmen, aber auch der Politik beeinflusst. Also wir sehen gerade, ja, dass das Vertrauen in die Zukunft ein wenig, sagen wir, beschädigt ist. Und wir müssen alles daran tun, dass dieses Vertrauen auch wieder hergestellt wird. Die Politik macht das mit massiven Unterstützungsmaßnahmen. In der Industrie hält man ein bisschen sein Geld zusammen, um zu gucken, wo kann man rein investieren. Und gleichermaßen sehen wir, dass sich auch Verhalten von Konsumenten, von uns allen ändern. Wir gehen etwas leichter in die digitale Welt. Wir haben nicht mehr so viele Berührungsängste. Auch Leute, die vielleicht früher Angst vorm digitalen Bezahlen haben, gehen jetzt in die digitale Bezahlwelt. Und dennoch würde ich mal in Frage stellen, was sich denn nachhaltig alles wirklich ändert. Also ich glaube, dass viel zu früh darüber geredet wird, was sich alles danach ändert und was sich dann alles, was dann nicht mehr stattfindet. Also dieser Abschied vom Bargeld. Ich meine, wir stellen jetzt selber Bargeld her. Ich muss jetzt, glaube ich, keine Werbung dafür machen. Wir sehen das eigentlich nicht. Es ist einfach kein Anzeichen da, dass es verschwindet. Im Gegenteil, es gibt eine extrem hohe Nachfrage. Und Leute brauchen Sicherheitsanker in dieser Welt, die unsicher ist. Und das haben wir bislang in jeder Krise gesehen. Jeder legt sich auch gerne mal etwas zur Seite, was er physisch anfassen kann, anstatt nur der digitalen Welt zu vertrauen. Und wir sollten dieses menschliche Gefühl nicht unterschätzen. Stichwort Gold. Deswegen sehen wir zwar auch einen deutlichen Shift in die digitale Welt, digitales Bezahlen beispielsweise. Das macht ja auch Sinn gerade. Aber das heißt noch nicht, dass das andere nicht mehr stattfinden wird. Ich persönlich glaube eher an eine Koexistenz der Systeme. Und die macht auch gesellschaftlich Sinn. Wir müssen uns doch nur mal vorstellen, was passiert, wenn der digitale Stecker gezogen wird. Dann geht plötzlich gar nichts mehr. Und so als Person, ganz subjektiv, möchte ich mich doch gar nicht da nur drauf verlassen. Ich hätte gerne auch noch was Haptisches, Physisches. Und deswegen sind ja beispielsweise auch die Zentralbanken so hinterher, dass es nach wie vor Bargeld gibt. Weil deren Auftrag ist ja, ein robustes Bezahlsystem zu haben, eine Robustheit in allen Medien zu haben, nicht nur elektronisch oder digital, sondern, wenn alles ausfällt, auch eine Fallback-Position zu haben. Und die sollten wir uns immer halten. Also deswegen wäre meine These, wir müssen schon gucken in den ganzen Dingen, die jetzt passieren, auch die Ängste, die die Menschen vielleicht haben, dass man immer Systeme hat, die zum Schluss widerstandsfähig sind. Auch wenn der digitale Bereich mal ausfällt. Wir können uns auch nicht nur auf die digitale Welt verlassen. Ich glaube, zumindest in der Politik, Frau Niebler, wäre das auch noch ein Auftrag zu gucken, dass das eine gute Balance hat und nicht zu einseitig wird. Also greife ich gerne auf. Und ich glaube, dass also gerade wenn ich auf Bayern schaue und wenn ich unsere CSU-Politik anschaue, ich glaube, dass wir genau das machen. Also wir sind sehr, sehr offen für neue Entwicklungen und ich glaube, man muss auch verfolgen, was mit Blick auf bargeldloses Zahlen digitale Währungen sich tut. Also wir müssen auch mit dabei sein, auch Absolut. Auf europäischer Ebene. Ja. Aber also mir geht es ja selber so, ich zahle immer noch gerne mit meinem Bargeld. Ich habe einen anderen Bezug und mir fällt es leichter zu bewerten, wenn ich halt einfach auch das Bargeld noch in der Hand habe. Und ich erlebe, dass das vielen, vielen so geht. Und deshalb finde ich auch diese, wie Sie sagen, die Mehrspurigkeit auch von mehreren Systemen ist eine ganz, ganz gute Sache. Und weil Sie das Vertrauen angesprochen haben, also auch da möchte ich sagen, ich glaube, das Wichtigste war, und auch da kommen wir wieder zurück auf unsere Anfangsdiskussion, einfach kommunizieren,
wie wird die Lage bewertet, welche Maßnahmen werden veranlasst, sind die alten vielleicht auch noch mal hinterfragen, vielleicht etwas neu justieren, wenn man feststellt, das eine oder andere ist noch nicht so rund gelaufen. Aber ich glaube, dass das gerade während der ganzen Corona-Krisenzeit extrem wichtig war. Und ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich finde, unser bayerischer Ministerpräsident, das muss ich jetzt einfach in der Runde auch mal sagen, hat da wirklich einen exzellenten Job gemacht. Und auch jetzt, sage ich mal, eher vorsichtig Schritt für Schritt anzugehen, ja, aus Sorge davor, dass wir doch wieder in die zweite Welle reingehen, finde ich eigentlich goldrichtig, ich sage es mal offen. Ja. Manchmal denkt man sich, man sollte vielleicht doch ein bisschen schneller öffnen, aber einen Schritt nach dem anderen, genau. Aber wichtig, gut kommunizieren, erklären, was eigentlich abgeht und warum man gewisse Differenzierungen auch vornimmt. Ich glaube, das ist in so einer Krisensituation ganz besonders wichtig. Und gilt übrigens auch für uns auf europäischer Ebene. Also da können wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen zulegen. Ja? Aber das ist ein anderes Thema, das müssen wir wahrscheinlich wann anders nochmal hier aufgreifen. Jetzt sollen wir vielleicht mal schauen, was es noch an Fragen gab, die uns erreicht haben. Wir sind relativ weit vorangeschritten in unserer Zeit schon. Nicht? Müssen wir mal schauen, ob wir schon ein paar Fragen hier haben. Michael ist der Herr des Tablets. Eine ganz interessante Frage, Herr Mitterjes, die ich auch mal wirklich gleich sehr gerne an Sie weitergebe. Wenn Unternehmen die Krise nutzen, um Kosten und Human Resources zu sparen, Reisen, Personalkosten etc., fehlen anderen global die Umsätze hieraus. Fluggesellschaften, Hotels, Einzelhandel, Gastgewerbe etc. Volkswirtschaftlicher Schaden im Kontrast zu wirtschaftlichem Vorteil und Nutzen der Unternehmen. Wie sehen Sie das? Können wir die Frage nochmal mehr? Die war jetzt ziemlich lang. Also sie ist recht lang. Es geht letztlich, denke ich, um das Spannungsfeld, das Sie ja auch schon angesprochen haben. Wir halten uns alle ein bisschen zurück bei Investitionen. Das führt natürlich dazu, dass die Industrien, die davon leben, dass wir investieren, dass es denen nochmal schlechter geht. Ja, aber ich glaube, dass das ein Strukturwandel ist, der so oder so kommen würde, ob mit oder ohne Krise, früher oder später. Ich hatte vorhin, ganz am Anfang hatten Sie gefragt, wie sind wir in die Krise reingegangen? Und ich hatte erzählt, dass 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr für uns war. Und als ich Weihnachten zu Hause gesessen habe, habe ich gesagt, eigentlich ist es zu gut. Das kann eigentlich nicht immer so weitergehen. Wir haben die Aktienkurse auf Stände beim DAX von über 13.000 gehabt. Wir haben Wachstum gehabt, wir haben Prognosen gehabt. Da hat man immer nicht gewusst, Mensch, wie geht das eigentlich alles weiter? Jetzt hat sich keiner so eine Pandemie gewünscht und die ist auch nicht wünschenswert, weil sie den Menschen schadet. Aber sie war ein natureller Bruch, dass irgendwo mal ein Schnitt kommen musste. Und wir sind uns vielleicht ein bisschen zurück, dass wir sagen, okay, wir müssen ein paar Dinge umdenken. Wenn wir das Klima der Welt retten wollen, dann können wir nicht immer so weiterreisen, wie wir es heute machen. Das sehen wir ja an der Krise. Also vielleicht ist das ein Bruch, der uns auch ein bisschen innehält, das zu machen. Gleichermaßen wäre jetzt mal meine These. Wenn wir in Deutschland die Chance nutzen wollen, es gibt so viel Notwendigkeit, Dinge mit innovativen Mitteln anzugehen. Digitalisierung unserer ganzen Bürgerdienste in den Verwaltungen. Das ist ein so großes Thema. Wir hätten so viele Effekte, die so positiv sind. Und ich glaube nicht, dass das immer nur mit Personalabbau in den Behörden zusammenhängt, sondern mit einer Erhöhung der Bürgerservices für die Bürger dieses Landes, was ja auch immer komplexer wird dieses Jahr. Natürlich haben wir Branchen, die schwerer betroffen sind, weil das Geschäftsmodell nicht so robust darauf wirkt, wie es so eine Krise halt zulässt. Ich hätte aber keine Sorge, dass die Lufthansa nicht überlebt. Ich glaube, dass die Lufthansa überleben wird und auch wieder vorwärts kommen wird. Und es ist natürlich sehr bedauerlich, was da passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne auch den Carsten Spohr und es tut mir unendlich leid, was da gerade passiert. Aber immer nur so weitermachen geht auch nicht. Ja, wobei da muss ich einen Satz loswerden, weil es mich tierisch ärgert, kann ich Ihnen sagen. Und ich hoffe, dass wir da auch über unsere Parlamentarierschiene noch nacharbeiten können. Also die Debatte, die wir jetzt auch in Brüssel haben, ja, ob die Unterstützung, die staatliche Unterstützung, die Bundesregierung in Aussicht gestellt hat, ob das jetzt mit Beihilferecht vereinbar ist oder nicht. Also da frage ich mich manchmal, ja, so sehr ich eine unabhängige Instanz wie die Kommission, ja, die wettbewerbsrechtlich zu prüfen hat, schätze. Ja, aber irgendwie hat man das Gefühl, man versteht gar nicht mehr, auf welcher Insel die denn da leben. Ja. Die Welt hat sich da nun mal verändert. Wir sind in einer weltweiten Krise. Ja. Und die Lufthansa hat auch nicht die Pandemie verursacht, sondern ist genauso Leidtragende wie viele andere auch. Genau. Also insofern finde ich es richtig, dass die Unterstützung kommt.
Und jetzt da hier rumzutun, mit Slots abgeben und so, ich habe da null Verständnis dafür. Ich hoffe, dass es da noch weitere positive Entwicklungen gibt. Aber nur am Rande, sorry, da haben Sie mich Aber das stimmt durchaus. Ich denke, man hat manchmal das Gefühl, auch der Wettbewerb wird zu Tode gehütet. Nicht? Wenn man erstmal so viele Restriktionen macht, dass niemand mehr überleben kann, dann hat man keinen Wettbewerb mehr. Wenn das du ist das dann, als Kartellrechner sagst, du dann ja, hat ich das denke, manche Bewegung muss man hier auch schon mit etwas Sorge sehen. Nicht? Selbst wenn man eigentlich aus dem Bereich Kartellrecht Competition kommt. Aber wir haben eine andere recht interessante Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung Europa geht. Wir haben ja gehört, dass die Kommissionspräsidentin jetzt dem Vorschlag von Frau Merkel und Herrn Macron noch einmal etwas oben drauf gesetzt hat, was offenbar was ein bisschen aufgreift, was die sparsamen Vier gewollt hatten, aber sie haben wahrscheinlich nicht gedacht, dass man noch einmal etwas obendrauf setzt auf Merkel und Macron. Hier wird also die Frage gestellt, Giesing & Devrient ist ja auch ein international, global aufgestelltes Unternehmen, das sicherlich auch davon lebt, dass internationale Solidarität geübt wird. Wird aber hier nicht vielleicht zu viel gemacht? Ich bin mir nicht klar, ob ich die Frage so beantworten kann. Ich kann Ihnen nur sagen, was unsere Philosophie ist. Wir wollen durch diese Krise gehen mit möglichst wenig Mitteln, die wir von außen bekommen. Was immer wir selber stemmen können, werden wir selber stemmen. Und das Einzige, worüber ich mich persönlich aufrege, ist, wenn man rechts und links Trittbrettfahrer sieht, die diese Situation ausnutzen. Das halte ich für ganz schlimm, wenn das extern wenn das von anderen Firmen ausgenutzt wird, die es aber eigentlich nicht brauchen, weil das schadet dann wiederum solchen Konzepten wie beispielsweise bei Lufthansa, die es wirklich brauchen. Und das geht natürlich nicht. Aber ob wir da zu viel machen oder nicht, möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen. Ich glaube nur, dass man seine eigene Philosophie haben muss. Wir wollen durch diese Krise durchkommen, wir können durch diese Krise durchkommen und wir müssen natürlich auch mit dem rechten Augenmaß durch die Krise gehen. Aber solange wir verhindern können, Hilfe in Anspruch zu nehmen, werden wir das auch tun. Und ich glaube, das muss eine Philosophie sein, die wir alle mittragen müssen, sonst schaden wir dem Gesamtsystem. Also finde ich großartig, wenn ich sagen darf, Michael. Also ich finde, es ist richtig, jetzt mal ein Zeichen der Solidarität ausgesendet zu haben. Und mich hat der Vorschlag von Herrn Macron und Frau Merkel sehr erfreut. Und auch die Debatte, die wir jetzt gestern haben, es ist ja, wir stehen ja am Beginn einer Debatte und nicht am Ende. Also da wird sicher noch viel diskutiert werden. Ich finde es wichtig zu sagen, wir halten jetzt in Europa mal zusammen. Und vor allen Dingen, alle Vorschläge gehen ja jetzt dahin, dass wir nicht alte Haushaltslöcher stopfen, sondern dass in Zukunft in Technologien, in Neues investiert wird. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und vielleicht nur die vier Länder, die etwas zurückhaltender sind mit Blick auf die Bewertung jetzt des Vorschlages, die haben natürlich auch einen wichtigen Punkt. Ja, ich finde schon, man muss genau hinschauen, wo das Geld hingeht. Ja. Man muss auch gut überlegen, welche Kontrollmechanismen eingeführt werden. Wir haben auch beginnend im Parlament diese Woche eine Riesendebatte, wie die Zurückzahlung denn organisiert werden soll ab 2028, ja, gestreckt auf 30 Jahre. Aber das sind natürlich alles wichtige Fragen, die politisch jetzt gestellt werden. Und da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch viel diskutieren. Ja. Und da wird es auch viele unterschiedliche Meinungen geben. Aber das Signal der Solidarität auszusenden und zu sagen, wir sehen in Europa eine gemeinsame Zukunft, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deshalb bin ich froh, dass die Vorschläge auf dem Tisch liegen. Ja. Da hätte ich natürlich einen Wunsch an die Politik aus unternehmerischer Sicht. Weil was gerade gemacht wird an diesen ganzen Hilfen, ist natürlich massiv. Und die Frage drängt sich natürlich auf, wo kommt das Geld wieder her? Das ist natürlich ein Teil des Problems auch. Aber um Vertrauen herzustellen, dass auch etwas gemacht wird, muss natürlich etwas getan werden. Dafür ist auch Geld notwendig. Aber ich glaube, es würde das Vertrauen von vielen Unternehmen jetzt wirklich beeinträchtigen, wieder mehr zu investieren. Das war die Frage von vorher. Wie kommt man zu dem Punkt, dass man wieder mehr investiert in Zeiten, die trotzdem unsicher sind, während Steuererhöhungen? Also es muss auf jeden Fall vermieden werden, jetzt über Steuererhöhungen zu reden, weil das trifft das Vertrauenslevel vieler Unternehmen. Wir haben ja schon seit Jahren eine Unternehmenssteuerreform offenstehen in Deutschland. Eigentlich müsste man das jetzt noch kombinieren, damit die Unternehmen wieder wirklich Vertrauen entwickeln, weiter zu investieren. Und die ist notwendig. Aber Steuererhöhungen wären jetzt wirklich Gift für alle. Also da bin ich voll bei Ihnen. Lieber Herr Wintergerst, auch bei uns im Wirtschaftsbeirat ist das eine ganz zentrale Aussage vieler unserer Mitgliedsfirmen gewesen. Also bitte
gebt uns den Spielraum, gebt uns die Freiheiten, wirklich hier durch diese Krise hindurchzukommen. Danke für die Hilfen, die je nach Sektor schon wichtig und notwendig sind und waren. Aber das, was tödlich wäre, ist wirklich jetzt mit Steuererhöhungen zu kommen, sondern eher Unternehmenssteuerentlastung jetzt endlich mal angehen. Also da laufen Sie bei uns offene Türen ein. Und das werden wir auch in den politischen Ebenen, auf allen politischen Ebenen entsprechend vertreten. Also, deswegen sind wir ja auch im Wirtschaftsbeirat. Ja, gute Entscheidung. Ja, ich denke, wenn ich das hier so sehe, wir sind auch mit unseren Fragen so ziemlich durch. Ich glaube, was wir heute hier mitgenommen haben, ist, denke ich, dass man auch in einer Krisensituation immer bereit sein muss, über den Tellerrand hinauszuschauen, auch mal alte Zöpfe abzuschneiden. Nicht? Und für mich ganz wichtig, die Information, wir in Deutschland, wir haben das Potenzial und wir haben auch die Innovationskraft in Deutschland. Man muss auch Selbstvertrauen haben. Und ich denke, was auch deutlich ist, alleine kann man das einfach nicht schaffen. Wir müssen zusammengehen, man muss Solidarität üben, man braucht eher mehr Solidarität als wenig Solidarität. Nicht? Zur Solidarität gehört, denke ich, auch, dass man anderen zuhört, nicht? Dass man Meinungen aufnimmt. Und vielleicht ist ja in dem Zusammenhang auch eine Initiative, von der ich neulich gehört habe, ein ganz guter Ausgangspunkt, nämlich einmal alle Mitarbeiter zu bitten, doch die drei Lehren, die jeder für sich selber aus dieser Krise gezogen hat, für sich persönlich und für das Unternehmen, einmal zu kommunizieren, um zu schauen, was kann man dann für das eigene Unternehmen vielleicht noch einmal mehr mitnehmen. Angelika? Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz, wenn ich das so sagen darf. Also vielleicht darf ich dann auch offiziell abschließen, meine Damen und Herren, hier, die uns bei diesem Webinar jetzt gefolgt sind. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen, die über den Chat jetzt uns erreicht haben, weitestgehend beantworten. Wenn nicht, schicken Sie einfach eine Mail an den Wirtschaftsbeirat. Wir leiten dann die Fragen auch entsprechend gerne weiter und oder beantworten Sie selbst, wenn Sie unsere Meinung wissen wollen. Wir danken fürs Zuschalten und wir hoffen, dass Sie doch die ein oder andere Anregung auch mitnehmen können für Ihr eigenes Unternehmen, für Ihr eigenes Umfeld. Uns hat es auf jeden Fall, oder wenn ich da jetzt von mir sprechen darf, mir hat es viel Freude gemacht, mit Ihnen, lieber Herr Wintergerst, und mit dir, lieber Michael Walter, zu sprechen. Herzlichen und Dank. Ich hoffe, dass wir unseren Austausch, wo auch immer, gerne auch in einem anderen Webinar mal wieder fortsetzen. Nochmal vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuschalten und bleiben Sie gesund und auf ganz bald.